Das ist jetzt mal Status von der Schuhleistengenerierung. Also Ausgangspunkt sind hier die Punktfolgen für die Rippen. Und da setzen wir ein Sketch drauf mit minimaler Anzahl Punkten, die ausreicht, um diese Kurve anzunähern. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Punkte und habe weiter hinten, halt, das ist das Falsche, das hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Punkte. Eine unterschiedliche Anzahl von Punkten. Minimale Anzahl von Punkten bedeutet immer, dass ich die Kurve dann schön sauber hinbekomme. Wie sieht die Kurve dann aus? Die wäre jetzt für den Fall, würde die so liegen. Die ist also genau genug in den Punkten drin und es ist einfach ein Befehl, der die jetzt so genau ausrechnet, wenn man die Punkte vorher festgelegt hat. Man kann jetzt mal schauen, wie sieht es für einzelne Rippen aus. Ich habe jetzt nicht alle gemacht, sondern nur einen Teil. Ich blende jetzt mal die Punkte aus. Dann wäre das jetzt der Effekt. Also hier nochmal die Sketche. Dazugehören. Die liegen in der Entwurfsebene und die Rippen sind dann anders, im Raum verschoben. So, dann können wir daraus zunächst erstmal so ein Gerüst machen, dass wir sehen, wie laufen die Linien jetzt lang. Also welche Pole gehören zusammen. Das muss dann ein bisschen optimiert werden. Das sollte schöne Kurven sein und das ist die momentane Fläche, das heißt, sie läuft durch diese Rippen durch. Die Krümmung ist hier noch nicht optimiert, das heißt, ich kann das hier alles noch ein bisschen abflachen. Und hier die Meridiane, die könnten jetzt auch noch optimiert werden, dass man sagt, man lässt sie nicht hier aufgehen und weiter runter. Das wäre ja so eine ganz natürliche Einbuchtung. Und da gibt es ja solche Linien auf dem Schuh drauf, die man nachfahren muss. Und da muss man hier einfach jetzt noch ein bisschen nach oben, nach unten nacharbeiten. Hier oben die Kante, die ist schon halbwegs ordentlich. Hier ist sie ein bisschen breit. Da könnte man nacharbeiten. Hier unten am Fuß haben wir auch den Effekt, dass das halbwegs natürlich aussieht. Hier drin fehlt eventuell noch ein bisschen die Eindellung. Das kann man auch jetzt an den einzelnen Sketchen ändern, dass man die Punkte verschiebt und man kann diese Leitlinien dann halt nach oben oder nach unten bewegen.